In der Steiermark haben Beamte heute jenen Mann festgenommen, der für die Sprengstoffanschläge im Umkreis der Zeugen Jehovas verantwortlich sein soll. In einer ersten Einvernahme bestreitet der 55-Jährige jedoch ein religiöses Motiv. Im Gegenteil, er war zwar Mitglied der Religionsgemeinschaft, hatte aber ein anderes Ziel vor Augen. Er wollte seine Frau töten. Die weiteren Sprengsätze hätten der Ablenkung gedient. Eine Bombe, die er offenbar im Auto seiner Ex-Frau montiert hatte, ist verschwunden. Christine Baumgartner berichtet. Bombenalarm in der Grazer Innenstadt. Um 14 Uhr rücken Einsatzkräfte aus. Straßensperren, Entschärfungsdienst, Spezialfahrzeuge, das volle Programm. Auf einmal Polizei kommt, alles da, Rettung, Feuerwehr, alles. Haben wir schon gedacht, was da auf einmal los ist. Der Tatverdächtige selbst löst den Großeinsatz aus. Der 55-jährige IT-Techniker wird am Vormittag einvernommen und ist geständig. Er gibt an, bereits Anfang Mai am Wagen seiner Ex-Frau eine Rohrbombe angebracht zu haben. Gegenüber der Polizei sagt er, sein Motiv war nicht die Religionsgemeinschaft, sondern Hass auf seine Ex-Frau. Sie ist Mitglied der Zeugen Jehovas, er seit 2011 nicht mehr. Aus dieser Beziehung stammen auch zwei Kinder. Die Ehe wurde geschieden und der Tatverdächtige wurde aus der Gemeinschaft dann ausgeschlossen. Die Bomben, welche am 18. August, 29. März und 3. Mai bei den Zeugen Jehovas deponiert wurden, waren als reine Ablenkungsmanöver gedacht. Anfang Mai geht in Bremstetten bei Graz das Auto eines Mitglieds der Zeugen Jehovas in Flammen auf. Im März finden Behörden in Karlsdorf einen Sprengsatz. Im August des Vorjahres explodieren zwei Sprengsätze in Leibniz. Verletzt wurde niemand, aber in der Summe kann man sagen, dass die Bomben derart konzipiert waren, dass eine konkrete Gefahr für das Leben von Menschen bestanden hat. Am Auto seiner Ex-Frau finden Ermittler heute den Magnet, an dem der Sprengsatz befestigt war. Von der Bombe selbst fehlt derzeit jede Spur. Zumindest bei den Zeugen Jehovas ist Erleichterung spürbar. Grundsätzlich sind wir, egal was die Motive gewesen sein mögen, auf jeden Fall froh, dass der Täter gefasst wurde und dass sich damit auch wieder eine gewisse Normalität auch bei den Gottesdiensten abzeichnen kann. Die Ex-Frau des Tatverdächtigen berichtet von körperlicher Gewalt in der Vergangenheit. Bislang war das der Polizei nicht bekannt. Ob sich die Betroffene anderen Mitgliedern der Zeugen Jehovas oder Anlaufstellen anvertraut hat, ist unklar.